Hallo, willkommen zu einem neuen Video zum Thema Wechselmodell. Und zwar wurde ein kritischer Artikel von mir über einen Vorstand des VAFK Frankfurt in der Facebook-Gruppe Väter ohne Rechte still und heimlich zensiert. Ich weiß bis heute nicht die Gründe, warum dieser Artikel, den ich in der Gruppe gepostet habe, gelöscht wurde. Die Gruppe Väter ohne Rechte hat über 10.000 Mitglieder auf Facebook. Dort habe ich diesen Artikel hier veröffentlicht über den Vorstand des Väteraufbruchs für Kinder Frankfurt Main, den Herrn Markus Gnau. Und zwar hat dieser Herr Gnau in einer anderen Facebook-Gruppe, nämlich der Gruppe Scheidung, Trennung, Unterhalt, Sorge, Umgang, Wechselmodell des ISUF e.V. behauptet, ich würde unsere älteste Tochter, die bei mir lebt seit Mai, nicht bei der Mutter im Wechselmodell leben lassen. Dies hat er als Tatsachenbehauptung dargestellt. Und das ist falsch, das ist eine Lüge des Herrn Markus Gnau. Genau das habe ich in dem Artikel dann auch geschrieben. Und es geht ja hier darum, dass ein Vorstand eines Vereins, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Kinderrechte zu schützen und Elternrechte, indem er für das Wechselmodell, also die Betreuung von Kindern in Gleichberechtigung nach Trennung der Eltern einsetzt, so ein Verein, der sich das Wechselmodell auf die Fahnen geschrieben hat, hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn ein VAFK-Vorstand so agiert, wie es der Herr Markus Gnau tut. Das Problem an der Sache ist, dass meine älteste Tochter schon seit Jahren das Wechselmodell sich wünscht, dies auch immer wieder mitgeteilt hat, auch dem Gericht. Sie wurde sogar vor nun 2,5 Jahren körperlich auch angegriffen im Umfeld der Mutter, als sie äußerte, sie möchte zum Vater. Dies hat sie alles erdulden müssen und hat dann im Mai 2019 sich entschieden, zu mir zu fliehen, weil sie Angst haben musste, ihren Vater gar nicht mehr zu sehen, wenn sie im Umfeld der Mutter bleibt, aufgrund der Einschüchterungen, die dort geschehen sind. Und darüber hat der Herr Markus Gnau Kenntnis, behauptet nun jedoch, dass meine älteste Tochter angeblich wohl im Wechselmodell leben möchte, ich dies aber nicht zulassen würde und meine älteste Tochter manipulieren würde nach seiner Aussage. Das ist völliger Humbug. Es ist nämlich so, dass die älteste Tochter vor Gericht gesagt hat, dass sie derzeit nicht bei der Mutter leben möchte, wegen dem, was alles vorgefallen ist. Und da gehört psychische Gewalt dazu und auch die angesprochene körperliche Gewalt. Und es ist ja völlig klar, dass da das Wechselmodell, wenn Gewalt gegen ein Kind angewendet wird, bei dem Elternteil, der diese Gewalt ausübt und auch das Umfeld dieses Elternteils, in unserem Fall die Mutter, dass dann das Kind natürlich nicht bei dieser Mutter im Wechsel 50-50 leben kann, insbesondere wenn es das Kind auch nicht will. Der Herr Markus Gnau sieht ja also nicht die Nöte meiner ältesten Tochter, sondern macht hier eine Tatsachenbehauptung, die faktisch falsch ist und lügt, um den Eindruck zu erwecken, ich würde nicht für das Wechselmodell einstehen. Jeder, der meine Videos kennt, meine Artikel, weiß, dass mir nichts mehr am Herzen liegt als das Wechselmodell. Und es ist auch so, dass ich natürlich meiner ältesten Tochter jederzeit den Zugang zur Mutter ermögliche. Ich blockiere da nicht. Es ist die Mutter, die den jetzigen Umgang von nur 3 Stunden jeden Freitag wollte. Von mir aus hätte die Tochter mehr Zeit bei der Mutter verbringen können. Und das Gericht hat dann angeordnet, was die Mutter wollte und übrigens auch das Jugendamt so empfohlen hat. Der VAFK hat also ein Glaubwürdigkeitsproblem, der Väteraufbruch für Kinder in Frankfurt am Main, mit dem Vorstand Markus Gnau. Und warum jetzt die Facebook-Gruppe Väter ohne Rechte meinen kritischen Artikel über solch einen Vorstand
von einem Verein, der das Wechselmodell sich auf die Fahnen schreibt, gleichzeitig jedoch ein Vorstand eines solchen Vereines gegen ein Kind argumentiert und Lügen konstruiert, die diesem Kind schaden, die die Wahrheit nicht anerkennen und den Eindruck erwecken sollen, ich würde dieses Kind schlecht behandeln und nicht im Wechselmodell leben lassen. Das ist eine Riesendiskrepanz, die der VAFK bisher nicht erklärt hat. Es ist sogar so, dass eine Facebook-Gruppe von VAFK-Freunden, in der über 1500 Mitglieder sind, soweit ich weiß, mich sofort aus der Gruppe geschmissen hat und meinen Artikel sofort gelöscht hat, auch ohne Angabe von Gründen, wobei eine Person in der Gruppe Väter ohne Rechte und dann auf der Freifarm-Facebook-Page behauptet hat, mein Artikel wäre strafrechtlich relevant, was ich für völligen Humbug halte, weil die Aussagen des Herrn Markus genau Lügen sind und seine Tatsachenbehauptung widerlegt werden kann durch das, was ich hier jetzt gesagt habe, auch durch das, was aktenkundig beim Gericht vorliegt. Also die Facebook-Gruppe Väter ohne Rechte, die hat den Artikel gelöscht, das Posting zu dem Artikel, hat mich jetzt auf Überwachungsstatus gesetzt. Ja, wenn ich was Neues poste, muss das erst ein Admin freigeben und hat nicht erklärt, warum es diesen Artikel zensiert hat. Nochmal, es geht hier um einen Vorstand eines Vereins, der behauptet, sich für das Wechselmodell einzusetzen. Ich halte das Vorgehen des Vorstands Markus Gnau für inakzeptabel für solch einen Verein. Und hier still und heimlich Zensur zu üben in einer der größten Gruppen zu diesem Thema, halte ich auch nicht für vertretbar. Das sollen doch die Administratoren von Väter ohne Rechte bitte darlegen, warum sie das Ganze unterdrückt haben in der Gruppe. Und um es klarzustellen, mir wurde vorgeworfen, ich würde der Väterlobby schaden, wenn ich hier Kritik an einem Vorstand des Väteraufbruchs für Kinder übe. Ich bin ein freier Mensch. Ich sehe mich als freier Journalist in Social Media und ich bin kein Sprecher für irgendjemand. Ich sehe mich auch nicht in der Pflicht, irgendeine Lobby zu unterstützen und meine Kritik zurückzuhalten, nur weil das angeblich einer Lobby schaden kann. Es ist ja wohl eher so, dass das Löschen meines Eintrags und das Herauswerfen meiner Person aus einer VAFK-Facebook-Gruppe eher darauf hinweist, dass hier womöglich VAFK-Mitglieder völlig kritikresistent sind und einen derartigen Gruppenzwang ausüben und den Zwang zusammenzuhalten, dass man intern keine Kritik üben darf. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt, dann abonniert den Freifarm-Channel auf YouTube, aktiviert die Glocke, damit ihr über alle Videos informiert werdet und nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.